Man sieht, Hallo. Werder macht das. Und ich glaube, das wird lecker werden. Oh. Das ist extrem hell, dieses Teil. Wollen wir in Ruhe frühstücken? Sogar. Zurück und ich hoffe, euch haben die Impressionen, die wir euch gezeigt haben, gefallen. Ja, mit Cola an, also groß Cola in dem Sinne. Weiße Schokolade mit Schokomousse, ein paar Chippies werden wir noch. So voll wie das, so stürmisch wie das draußen ist. Wie das dann am Schluss genau sind, das werdet ihr dann gleich sehen. Bis später. Nein, also wir haben noch ein bisschen, zwei, drei Inspiration natürlich, eine Kiste. Und es ist ja das ganze Auto voll, also das heißt... Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir sind wieder unterwegs und was soll man sagen, wir sind sogar schon da, wo wir sein wollen. Ja, wir haben euch jetzt mal gar keine Autobahnfahrt mitgenommen etc. Wir sind wieder im wunderschönen Ahrtal und machen morgen eine wunderbare Weinprobe. Wetter spielt mit, ist jetzt gerade ein bisschen windig, was gerade kommt, aber das geht noch. Und ja, hier sind natürlich die Jacken los, weil wir müssen sagen, wir haben gestern Weiberfastnacht gehabt. Rosenmontag steht vor der Tür, das heißt, die Jacken sind hier unterwegs. Das ist ja nun gar nichts für uns, aber jeder wie er mag. Und ja, wir haben jetzt hier Strom am Machen, beziehungsweise wie man sieht, Hallo. Werder macht das. Und ja, wir werden dann jetzt auch gleich Essen kochen und so wirklich losgehen tut es erst morgen. Hier in Malchos, aber wie gesagt, ein bisschen haben wir noch zu berichten und ja, wir kommen also hier im wunderschönen Ahrtal. Das Essen wird so langsam gemacht, es gibt auf jeden Fall Nüdelchen und Blumenkohl, Hähnchen. Genau, und mich. Nein, wir essen nicht mich. Mich essen wir nicht. Aber ja, ich glaube, das wird lecker werden. Und wundert euch nicht, wir haben jetzt neuerdings hier irgendwo was eingeblendet. Auf irgendeiner Seite, ich weiß es nicht, wo ich das mache. Hebet nämlich, das ist ganz wichtig, weil wir sind im Ahrtal und wir waren schon da. Und wollen wir sagen, die liebe Hilde, die kann es nicht sein lassen, aber trotzdem sagen wir jetzt großen Danke. Da ist er. Und zwar... Wieder mal Inspiration Rosé. Wir haben davon 2018 extra mitgenommen, damit wir den heute hier im schönen Ahrtal trinken können. Aber hier ist er schon, der 2019er. Wir sind gespannt, wie er schmeckt. Wir werden euch auf jeden Fall berichten, denn eins haben wir schon entschieden, weil wir haben keinen Bock mehr, den in den Kühlschrank zu packen. Die Flasche wird heute leer. Naja. Und... Ja, dann würde ich sagen, wir melden uns, wenn das Essen fertig ist. Und ja, anstoßen gibt es dann auch erst. Das machen wir ohne euch. Das verraten wir euch gar nicht. Und ja, seid gespannt, was noch so kommt. Wir haben es jetzt, keine Ahnung, wie spät. 18.31 Uhr. Kurz mal zur Fahrt hier ins Ahrtal. Das ging relativ gut. Also klar, die... A1 hat viele Baustellen, das war nervig. Mal sehen, ob wir ein Ticket bekommen, das wissen wir auch noch nicht, weil, naja, für 800 Meter waren wir mal in der Mittelspur, wo wir hätten nicht sein dürfen, aber... Ja, es ging auf der linken nicht so wirklich voran und naja, gut. Ja, auf der rechten. Ja, auf der rechten. Da hätte es so sein müssen. Da waren die LKWs echt so langsam unterwegs und... Naja, auf jeden Fall haben wir dann eine Umleitung gefahren, sind nicht über die A1, A3 gefahren, sondern sind tatsächlich mal über die A46, A3, A4, A550, A565, ich glaube, war das. Und ja, dann ins schöne Ahrtal bei herrlichem Sonnenschein noch. Morgen das Wetter, ach, das wissen wir gar nicht, ob das so wird, wie wir es wollen. Aber solange es nicht regnet... Das ist nämlich das Schlimmste, was passieren könnte, wenn es morgen regnet. Wobei wir auch hier Ponchos haben. Zur Not haben wir Ponchos. Es ist egal.
So, jetzt habe ich eigentlich schon wieder viel genug gesappelt und ja, wir melden uns, wenn das Essen fertig ist und jetzt genießen wir einen lecker Schlückchen Inspiration aus dem Jahre 2019. Zum Wohl und guten Hunger. Und was sagst du zu dem 19er? Ich auch. Zweimal Daumen nach oben, mindestens. Man glaubt das echt nicht. Das ist extrem hell, dieses Teil. Aber auch nur, wenn es hier dunkel ist. Wir haben eine sternklare Nacht hier im Maischoss und ja, wir gucken jetzt mal, ob da die ganzen Sachen funktionieren und falls es laut wird, die feiern hier Karneval. Ja, aber volles Rohr. Deshalb müssen wir jetzt auch die Kamera ausmachen, weil nicht, dass wir irgendwelche Probleme haben mit irgendwelchen, wie nennt sich das, Musiksachen, das wollen wir ja nicht. So, wir haben es, wow, schon 9 Uhr. Und wie ihr normalerweise unsere Videos schon kennt, ist das ja relativ spät für uns. Aber ja, wir haben lecker gegessen, konnten noch wunderbar abwaschen, das ist ganz wichtig hier. Und jetzt heißt es so langsam fertig machen. Wir werden noch anfangen, Film zu schauen. Wir werden ihn definitiv nicht zu Ende schauen. Ja, und morgen wollen wir in Ruhe frühstücken, eine Wanderung durch den Weinberg machen und... dann wird euch Stefan so einiges erzählen, was es jetzt hier mit diesem Auto alles passiert ist. Denn wenn ihr euch an die letzte Tour erinnert, die ist ja nicht so lange her, von unserer Videoreihe, wenn ich das jetzt so lang noch ein bisschen im Kopf habe, da waren wir das letzte Mal in Lüneburg und da mussten wir ja was mit dem Auto machen. Das wird euch Stefan aber morgen erst erzählen. Das heißt, ihr habt nicht lange, ihr müsst nur eine Uhr warten, Frühstück abwarten und dann erzählt euch Stefan mal so ein bisschen, was hier mit dem Auto passiert ist. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Nacht. Stefan wünscht auch eine gute Nacht und dann sehen wir uns schon gleich morgen nach dem Schlafen wieder. Nee, es ist doch egal, auf welche Zeit, ich find's traurig. Ach nee. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es Samstag, den, keine Ahnung welchen, ich glaube den 22. muss es sein. Ja, korrekt, 22. Ja, weil es in 2 Tagen hat Mama Geburtstag. So muss ich rechnen. Ich rechne nur in 2 Tagen, bis Mama Geburtstag hat. Genau. Jo, ja, wir haben eine gute Nacht verbracht und ihr wusstet ja hier auf dem Campingplatz zur Burgwiese. Langsam haben wir was drin. Ne? Ja. War ja gestern so eine Karnevalsveranstaltung im Pub. Im niederländischen Pub. Genau. Und man muss sagen, auf dem Platz, wo wir stehen, man hört gar nichts. Es war sehr ruhig. Also war super. Richtig, ja. Toll. Ja, ihr seht, wir stehen vor Weinreben. Das wird auch das Motto dieser Reise werden, denn wir sind ja eigentlich nur hergekommen in das schöne Ahrtal, also A, weil es schön ist und B, weil wir eine Weinprobe machen und dann nehmen wir euch mit und wir können auch sagen, wir nehmen mindestens auch 10 Kisten Wein schon wieder mit, also so viel verraten wir schon. Ja, das ist auf jeden Fall Mindest. Ja. Aber nicht alles für uns. Nee, es ist auch ein bisschen was vorbestellt für Freunde, Bekannte und genau, so. Die finden den guten Wein. Ja, wir gehen jetzt zum Bäcker, wie gesagt, wir haben es jetzt schon 8:30 durch. Denn der frühe Wurm... Vogel fängt den Wurm. So, oder der frühe Wurm kann mich mal, der haut ihn nicht ab. Oder so. Ja, und dann wollen wir mal sehen, was wir heute noch so erleben. Momentan ein bisschen sehr windig. Wir haben gerade mal so eine kleine Stelle gefunden, wo es windgeschützt ist. Stiller ist, ja. Mhm. Ja, und vielleicht laufen wir heute noch öfters. Also momentan sieht es ja schön aus. Das war gar nicht so angesagt. Kann so bleiben, würde uns freuen. Ja, nur ein bisschen weniger Wind. Ja, das wäre noch ganz gut. Wir haben es jetzt schon... Verdammt, ich habe keine Uhr, die habe ich vergessen. 11.35 Uhr. Also 11:30 ist es schon. Und damit wir das immer unterschiedlich machen. Ja, bitte. Wir sind jetzt spazieren gegangen, haben gut gefrühstückt, haben
abgeduscht auf den Campingplatz. Geht das ja alles wunderbar. Sogar richtig warm. Also wir mussten kein Zelt aufbauen. Ich glaube, bei dem Wind würde der auch irgendwann wegfliegen. Gerade haben wir mal wieder, wo es einigermaßen geht. Ja, eine windstillere Ecke gesucht. Ne? Genau. Wir laufen heute hier lang in Malchos, wo wir noch nie lang gelaufen sind. Mal ein komplett anderer Weg und ja. Zeigen mal so ein paar Impressionen dann, würde ich sagen. Ne? Genau, das ist dann das Ding. Wahrscheinlich wird es dann eher so sein, dass wir das mit Foto-Impressionen machen. Das heißt, ihr kriegt ja so ein kleines geschnittenes Video wieder mit Fotos. Ja. Und ja, wir melden uns dann entweder, wenn wir die Spitze dieses Rundgangs erklommen haben oder wieder, wenn wir am Bulli sind. Das sind wir mal gespannt, wie wir es machen. To the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. So, mal wieder die Seiten gewechselt, weil da hinten seht ihr einen anderen Wohnmobilistenplatz, den es hier in Malchos auch gibt. Wir sind nicht so der Freund von dem, weil der kostet 8 Euro, glaube ich. Relativ teuer, also es geht natürlich, klar. Ja, Strom ist da aber, glaube ich, nicht mit dabei. Und Strom muss man extra einmal bezahlen. Und ansonsten... ja gut, Toiletten und so weiter hast du nicht. Abwasser und Wasser musst du bezahlen. Genau. Also, ja. Und du hast natürlich, da fährt der gerade. Oh, da kommt sogar jetzt gerade einer. Ein Auto, seht ihr. Wir machen gleich mal weiter. Und ein ganz großer Nachteil von diesem Wohnmobilistenplatz. Du bist an der Hauptstraße, an der Bundesstraße und die Bahn. Und die ist schon ganz schön laut. Die fährt früh morgens schon los und bis spät abends. Das ist zwar der Vorteil, weil du bist ja kein Bahnhof, kannst nach Dernau fahren. Das ist schön. Wobei die Preise, da wollen wir nicht drüber reden. Ja, es ist schon relativ teuer, das muss man schon sagen, ja. Mhm. Und du kannst natürlich von dort wunderbar zur Sassenburg rüberlaufen. Oder Saffenburg? Saffenburg. Saffenburg, ja. Das ist die Saffenburg, die sieht man auf der anderen Seite, haben wir euch bei den Impressionen schon mal ein bisschen gezeigt. Genau. Und wie gesagt, wir sind da nicht so oft, aber man muss sagen, da stehen sehr viele, weil zum Campingplatz zur Burgwiese, das ist halt sehr eng. Da wollen viele nicht hinfahren, das ist wirklich schade. Mhm. Es gibt andere Wege, die finden die Leute dann natürlich nicht, aber naja, zum Campingplatz zur Burgwiese werden wir am Ende des Videos noch was erzählen. Genau. Ja, so, wir gehen erstmal weiter. Genau. Ja, wir sind durch die Weinberge gelaufen. Was haben wir gefunden? Liebe Jugend, eine analoge Mailbox. Sowas hat man früher genutzt, bevor man E-Mails hatte. Kennt ihr gar nicht mehr, ne? Diese Gameboxen. Das ist ein Briefkasten.
Oder halt analoge Mailbox. Ich dachte, das ist ein Briefbeschwerer. Wenn du den zu Hause als Briefbeschwerer machst, dann zieh ich aus. Wir sind wieder zurück und ich hoffe, euch haben die Impressionen, die wir euch gezeigt haben, gefallen. Also wir sind jetzt durch Maischoss gelaufen, das haben wir selbst noch nicht gesehen. Also wenn ihr euch an das Mai-Reise erinnert, da waren wir schon mal in Maischoss, haben euch ja schon einiges gezeigt. Und dann auch dann danach oder davor den Campingplatz hier in Maischoss, dazu werden wir auch noch was später mal berichten. Ja, jetzt sind wir mal woanders lang gelaufen und da sieht man mal, es ist ein Dorf, muss man sich vorstellen. Es ist keine Stadt, es ist ein kleines Dorf und man läuft ganz woanders lang und hat nochmal völlig andere Impressionen. War richtig schön und wir empfehlen euch, wenn ihr mal hier in Maischoss seid, ihr kommt auch gerne hier auf den Campingplatz zur Burgwiese, denn der ist ja noch bis Ende 2021 da, also solange der da ist, kommt hierher, nehmt euch einen Platz und lauft durch die Weinberge. Es ist richtig, richtig schön. Und weil wir ja jetzt viel gelaufen sind, haben wir unser Frühstück abtrainiert und haben unseren Magen geleert. Und jetzt haben wir Hunger für etwas Neues, damit wir auch eine gute Sättigung für die Weinprobe, die wir gleich machen, haben werden. Ja, Essen ist gekocht. In dem Fall stoßen wir heute mit Cola an. Also Prost Cola in dem Sinne. Den Wein, den sparen wir uns natürlich für nachher aus, weil wir ja auch die Weinprobe, also zu einer Weinprobe gehört ja kein Besäufnis, sondern man will ja von dem Wein immer mal ein bisschen nippen, um zu probieren, welcher Wein der richtige für einen ist. Das werden wir nämlich ja nachher tun. Ja, in diesem Sinne erstmal guten Appetit. Guten Hunger. Dann in die Richtung. Guten Hunger, meinte. Wir laufen nämlich jetzt auch los und zwar zu unserer Weinprobe und zwar im Weingut Schell. Da wollen wir jetzt hin, das ist am Rech, sehr zu empfehlen. Ihr habt das ja schon oft genug gesehen, ne? Wie oft haben wir den Wein euch in die Kamera gezeigt. Ja. Ist halt der Wein, den wir gerne trinken und neuer Jahrgang 2019 ist rausgekommen. Den wollen wir jetzt machen, aber um dorthin zu kommen, müssen wir erstmal unser Essen verdauen. Und dazu gehen wir den Rotwein-Wanderweg von Maischoss nach Rech. Ist auch immer wieder schön. Windig leider ein bisschen sehr doll, aber naja, dann fliegen wir, vielleicht geht's auch viel schneller. Mal gucken, bis dann.